Ja, und willkommen zurück. Zu, da kommt ein Saber. Und auch Arkos Maul. So. Bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so einig, wo es eigentlich genau lang ging. Aber irgendwo hier vorne rechts. So, da läuft ein Saber. I see. Der Wolf ist bestimmt getamed und wird die pfiffen. Ja, und das ist einer von Case, Leuten. Ja, keine Ahnung. Links, oh, der ist hier. Der ist hier hochgerannt. Der ist dahinter zu Fuß aber. Also hinter dem hier rechts hinter der Ecke. Ja, der hat aber auch schon Bolas rumgeschmissen. Sein Mate will halt safe irgendwo sein. Ja, also. Ich dachte jetzt, wir gehen da jetzt hin so, aber das wäre vielleicht. Nicht so sinnvoll. Hallo, da ist ja ihre Base schon, wa? Ja, ja. Das ist ihr unterer Eingang. Ja, keine Ahnung. Ja, sag dann glaube ich, lassen wir die Base sein. Leute, ich habe gerade aus Versehen gebrüllt. Oh, du bist wieder Rudelführer. Ja, bin ich eigentlich nicht. Ja, so. Doch, ich aber auch, lol. Wir sind beide Rudelführer, glaube ich, oder? Also ich habe halt zumindest oben diesen Cooldown. Ich habe jetzt auch einen Cooldown, aber ich habe keinen Buff. Cool. Natürlich gut. Boah, wie viel Metal die haben, Alter. What the fuck? Ist ja richtig nice. Ja. Ist schon ziemlich krass. Ja, gut, aber wenn die uns jetzt nicht hinterherkommen, dann wohl nicht. Also. Danach sieht es im Moment irgendwie nicht aus. Was machen wir denn jetzt? Hier rumstehen bringen uns nicht weiter. Ja, das ist richtig. Also, es ist doch grauenvoll. Ich meine, wir könnten jetzt natürlich nochmal Richtung Gato und Nogalatsch und einfach mal schauen, ob die vielleicht gerade mal draußen rumeiern. Ja, können wir natürlich also, machen. Ich weiß es nicht, ich hätte halt gerne, wenn ich jetzt irgendwas versuche, halt eher was im Open PvP versucht. Und ich weiß nicht, jetzt den 30. neuen Wolf zu tamen oder. Ich weiß mal hier den Rex. Ja. Oder halt irgendwie, keine Ahnung. Irgendeinen anderen Shit zu machen, noch mehr zu farmen oder so, habe ich jetzt halt ehrlich gesagt nicht so richtig Bock. Insofern bleibt uns ja jetzt fast nichts anderes übrig, als irgendwo hinzugehen. Ja, wir könnten halt zur Not auch. Wir sollten jetzt halt mal in Richtung denen gehen und dann könnten wir halt aber auch einfach immer so in der Nähe halt mal gucken bei Michael und Huni, ne? Also wenn wir da halt rumrennen, ich denke, dann würden wir halt relativ oft Situationen haben, wo die halt rauskommen. Oh, das ist ein Juti. Kann mich natürlich irren, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die gerade irgendwo sind. Ich glaube, die sind zu Hause. Das ist natürlich nur wieder. Carlos? Natürlich nur eine Vermutung, so ich habe keine Belege dafür. Aber. Lass jetzt einmal vorbei speeden. Schon ein little bit dangerous, was die hier gerade machen, ne? Mit den Juden. Ja. Bin gefiert. Naja, scheiße. Ja, ich komme dir mal hinterher. Weil sie dich chased erstmal. Ja, der chased mich halt nicht. Der chased halt irgendwas anderes und ich wurde halt nur mitgeführt. Ja, ja, aber falls du jetzt irgendwie einem Spieler entgegenläufst oder so, komme ich halt einfach mal mit. Bin wieder einsatzfähig. Okay. Ja, gut, dann nochmal. Ja, wollen wir nicht irgendwie einen Bogen rumgehen? Also. Ja, das Ding ist halt, ein Bogen rechts ist ein Alpha-Kano. Das ist, glaube ich, noch beschissener. Ja, ehrlich gesagt. Links ist halt der Juti. Was ist denn der für ein Level? Kann man den vielleicht töten? 17. Wenn du ihn anschießen willst, dann sag das vorher, weil dann positioniere ich mich so, dass er, wenn er kommt, uns nicht beide viert. Ja, nee, ich glaube, ich will ihn nicht anschießen, aber. Er ist halt scheiße. Oder wir blazen gerade irgendwie ein bisschen Spikes oder so und schießen ihn dann an. Können wir machen, ja. Ja, den mach aber, der kommt jetzt halt, ne? Gleich. Also ich glaube, noch ein paar Schritte, dann dürfte er eigentlich triggern. Der kann den Alpha Kano aber nicht nehmen, oder? Nee. Hm.
Ja, oder wir rennen jetzt ich vorbei. Ich baue mal hier so ein... Ja, komm, jetzt gehen wir mal vorbei. Mal noch töten können, mit den Spikes. Ja, aber weißt du, jetzt läuft er da wieder einen Kreis rum und irgendwie... Keine Ahnung. Vorne wäre nochmal ein Alpha-Raptor. Ja. Können wir uns nochmal an dem vergreifen? Ja, können wir machen. Hä? Bin ich dumm? Wo war da denn vorne. Der? Vorne. Hier vorne. Ja, warte mal. Erstmal die Säue, oder? Okay, ja, never mind. Nice, du hast ihn hier bekommen. Ich hab auch. Oh, ich hab nur 113er Pistolen gelootet. Cool, ja. Oh ja, ich hab Nogger letztens erzählt. Ich bin frech und hab Nogger letztens erzählt, dass du eine 160er Pistole aus dem Alpha Kano bekommen hast. Die denken jetzt wahrscheinlich, wir haben krasse Waffen. Okay, cool. Ja, gut, 113er Pistol ist besser als keine, so. Ja, klar, ja. Warte mal, eigentlich müssen wir schon rechts oder so, oder? Glaube ich. Ja, glaub auch. Also zumindest, wenn die den konventionellen Weg aus ihrer Base rausgehen. Ja, das ist hier auch so zugewachsen mit Scheiße, dass du halt echt einfach Leute nicht siehst. Wenn jetzt hier irgendwo jemand links in den Büschen stehen würde, ich glaube, ich würde den nicht erkennen. Oh Gott, ich kenne mich hier halt nicht aus, ich sag ehrlich gesagt nicht. Ah, Leute. Wölfe, das, wir stehen vor der Base quasi. Ja, habe ich gesehen. Ja, gut, also ich glaube, ich werde jetzt hier nicht ein Freund davon, die wilden Wölfe zu beißen. Lass gerade noch mal ein bisschen runter oder so und die dann unten killen. Kannst du noch mal brüllen? Nee, eine Minute Cooldown. Achso, naja, okay, dann weiß nicht, wie gerade den Raptor. Hm. Ja, ich kann das jetzt auch nicht so richtig einschätzen. Ja, gut, okay, die sind halt echt klein halt. Meine Sau. Boah, das sieht der Wolf aus. Mein Gott. Der war halt einfach rot. Ja, hätte schon was, denke ich. Eltern. Warte, ich mich gerade schon wieder verklicke hier. So. Wir müssen halt bei deren Base halt auch ultra vorsichtig gegen Fallen und so einer ganzen Scheiße sein. Ich meine, wir können es halt rippen. Ja, da rechts ist nochmal ein Wolf. Komm, als ob du jetzt wegläufst. Gut, die haben halt da oben wirklich so ungefähr alle Ressourcen, oder? Nehme ich an, ja. So. Ich glaube, die meinten doch letztes Mal irgendwie, dass sie ihren Metal Spot jetzt zubauen mussten oder so, weil sie ihn halt freigelassen haben, aber da halt Kay letztens kam und die deswegen jetzt den halt gesichert haben. Ja, gut, also ich glaube, die draußen abpassen kann man halt echt vergessen. Ah, würde ich auch nicht unbedingt sagen halt, aber man muss halt einfach Luck haben, also. Ja, dann drehen wir wieder um. Bei denen kann man halt auch nicht gucken, ob die da sind, ne? Das ist halt schwer, das ist halt... Ja. Aber wie gesagt, ich glaube halt, wenn man bei Michael und Huni rumrennt, man die halt öfter mal trifft. Und ich meine, ja, die haben jetzt halt die wenigsten Leben, aber die sind halt auch einfach mal so mit Abstand am bequemsten, weil halt deutlich am nächsten dran. Sei halt hier wieder vorsichtig mit dem Mutie, ne? Ja.
Naja, toll, der steht halt echt ziemlich im Weg. Können halt kurz in die Spikes rennen. Der die Spikes halt. Können wir da, kommen wir doch vorbei, wenn wir am Strand laufen. Ja. Ah, ja, wobei. Ah, der Kämpfer gerade mit dem Mammut, ne? Einfach vorbeirennen, würde ich sagen. Ja, noch kurz den Schrei abwarten. Ich glaube, man kann halt auch so mitgefeiert werden, obwohl man eigentlich gar nicht das Ziel ist. Aber der hat halt eine relativ kleine Range eigentlich nur. Das Ding ist halt, vielleicht gehen halt auch Michael und Honey eher zu uns rüber noch. Weil sie halt da auch am ehesten noch Ruhe haben. Eben, ja, also da ist halt die. Generell ist halt da die Chance halt einfach hoch, dass man sie halt mal trifft. Die haben sie ja jetzt schon mehrfach getroffen. Die müssen ja auch Sachen machen, die können ja nicht nur in der Base hocken. Die anderen halt auch nicht, aber. Ja, keine Ahnung, schwer zu sagen. Wenn man halt suchen würde, würde man wahrscheinlich schon welche finden. Aber wir bei den Basen suchen ist halt eigentlich nicht smart, weil. Weil wenn wir sie dann finden, dann sind sie ja bei ihrer Base. Ja. Das Ding ist halt, also ich meine, man könnte natürlich auch ernsthaft sich mal überlegen, ob man mal versucht, so eine Base halt, also so wirklich zu raiden. Also, dass man sich vielleicht sogar irgendwie ein Stego gönnt oder so. Also ich glaube, ein Stego wäre nicht dumm, wenn man davon halt auch runterschießen kann und Nades werfen und so ein Mist. Ja, dann müssen wir halt aber... Dann würde ich halt schon gern mal scouten, ne? Also ich will halt, ungern einfach eine Base angreifen. Halt... weitgehend nicht kenne. Stimmt wohl. Weil der Stego bietet ja auch Probleme halt, also du halt irgendwie in eine Falle läufst oder so da mit dem Stego, weil keine Ahnung, du nicht wusstest, dass da eine Stelle ist, wo man die Falle so ein bisschen an der Mesh platzieren, also unterm Schnee platzieren kann. Ah, ich meine, alles findet man halt nicht raus, aber ich weiß halt auch generell einfach gar nicht, wie der Spot beschaffen ist halt, nicht mal ohne Base. Hm. Tja, also ich hatte gerade überlegt, ob man von hier aus ein bisschen einen Blick kriegt, aber da sieht man auch nur die Gates. Man da nicht irgendwie noch eine Stufe höher, oder geht es nicht? Ah, klettern könnte man halt probieren hier, aber mit den Viechern meine ich. Hm. Ja, mit Grappling Hook könnte man halt einfach hoch, so, aber... Auch da habe ich jetzt nicht mehr ultra viele dabei. Ja, ich habe 11, aber... Hochkommen also würde ich schon, aber... 9, ja, ja. Nur halt, wenn man sie dann mal bräuchte. Fighten oder so. Hm. Nee. Ich glaube, das kann man ziemlich hart vergessen. Auch hier glaube ich auch, ja. Frage, ob hier irgendwo noch eine Stelle wäre. Aber... Ja, okay, keine Ahnung. Also irgendwie... Lohnt sich das noch nicht so richtig. Ich glaube, ich würde jetzt sonst im Zweifelsfall doch nochmal nach einem Wolf suchen. Also halt, wenn wir da hinten jetzt jemanden begegnen, dann ist gut, oder halt allgemein beim Taming. Aber jetzt wieder ewig hier irgendwie rumzueiern und dann im Endeffekt eh niemanden anzutreffen, ist ja auch irgendwie scheiße. Keine Ahnung, ob das smart ist, aber wir könnten halt, ja, einfach mal... Ich habe bisher keine andere Ölquelle als die eine gefunden, die wir da haben hinten. Vielleicht gibt es halt eine und die ist einfach nur dämlich, kann natürlich sein. Ja. Aber sonst könnten wir halt auch einfach mal ein paar Fallen beim Öl legen, okay, wenn wir halt selbst... nicht drüber, das ist wieder nur eine Textur. Das ist so ein nerviger Scheiß, dass diese komischen Schollen halt nur so teilweise irgendwie gemacht sind. Frag mich, wir haben die ja jetzt schon zweimal da hinten getroffen, wo wir... Einmal den Wolf und jetzt eben gerade den Pullover getamed haben. Wie gehen die denn da immer hin? Schwimmen die denn einfach jedes Mal rüber oder was? Ja, ich denke mal, es gibt... Da vorne ist wer. So sein. Der hat einen Dimo auf der Schulter, Vorsicht, ne? Da links ist der zweite von dir. Der schließt jetzt gerade zum anderen auf. What the fuck, ist der schnell? Ja, die sind beide mega fast. Aber der eine hat, glaube ich, kein Stamina mehr. Oder der springt zumindest nicht mehr. Der rennt jetzt, der rennt an ihrem Aufgang. Geht da hinten nicht Aufgang. Der, bist du noch hinter mir? Ja. Direkt hinter dir. Ja, keine Chance, die sind viel zu schnell.
Da komme ich nicht hinterher. Also die sind gleich wieder oben bei ihrer Base. Sind gleich, ja. Die sind gleich bei den Toren. Ja, ich habe jetzt eh keine Stamina mehr. Ach, gut. Komm mal lieber ein Stück hier weg, ne? Sonst snipen die halt noch auf uns, die können nicht sein. Ja. Es ist schon echt krass, also vor allem wie heftig die eine jetzt gerade an uns vorbeigespeedet ist. Also diese Viecher, die müssen ja Movement gelevelt haben. Oh, Parasaurus killen ist erlaubt? Ja, dann mal ab nach Hause. Hey, aber... Also ist es nicht, oder? Also, weiß ich also, nicht. Keine Ahnung, ist selbst, also ich meine, aber was bringt denn das? Denn weiß man ja trotzdem, dass sie da sind. Als ob, so lächerlich. Als passiver Parasaurus, das ist ja richtig gefährlich. Vor allem, weil du ja, also du bist ja dann gar nicht detected halt, weil der, also der Besitzer ja dann die Nachricht auch nicht bekommt oder so. Ja. Wachsinn. Ja, keine Ahnung, könnte halt schon um unseren gehen, aber könnte halt auch gut um den von einem anderen gehen, ne? Ja, aber wenn es um unseren geht, dann hätten wir halt mal einen Kampf, wo wir halt eine Base im Rücken haben. Das fände ich halt eigentlich ganz angenehm. Da gehst du rum? Ja, ich glaube schon. Ich könnte mir halt vorstellen, wenn man unsere Base scoutet dann von der Seite, dann könnten wir ihn halt eventuell in den Rücken fallen. Wobei, wenn ich genau drüber nachdenke, glaube ich schon, dass die uns meinen. Weil Kay schon davor die Folge mal wissen wollte, wo wir sind halt. Jetzt weiß er es halt. Oder ich bin natürlich wieder nur paranoid, das kann auch sein. Das Ding ist aber, unseren Parasaurus zu snipen wird auch echt schwer, fällt mir mal gerade so auf. Ja, aber von einem Rex aus vielleicht oder so. Ja, also. Jetzt doch nicht so aus, als ob die uns gemeint hätten. Hm, ja, drehen wir aber noch eine Runde. Müssen halt vorsichtig sein wegen Fallen, ist halt beieinander bleiben, ne? Ich scheine ja gern Bären fallen zu legen halt. Wenn einer halt irgendwo reinläuft. Kann ich das von hier runterbouncen? Man sieht den Para eigentlich von nirgendwo. Ah. Halt. Ja. War wahrscheinlich nur ein Fehlalarm. Ja, ich hätte schon gedacht, dass es gut sein kann, aber ja, von wo sollen sie halt den Para sehen? Könnte sein, dass sie sich an Baumi hooked haben oder so, also an den abbaubaren. Da, an einen von denen einfach, dann halt geguckt haben, wie die Base halt beschaffen ist. Wäre nicht dumm, ja. Weil sie eigentlich bei den Bäumen hier drüben auch mit den Plants Ärger kriegen müssten, oder? Hier schon, aber nicht vor der Base, oder? Also. Da, wo die Tore sind halt, da gibt's ja ein paar Bäume, wenn du dich da einfach irgendwo dranhängst. Aber dann hätten sie halt auch keine Viecher hier, weil die hätten wir jetzt wahrscheinlich gesehen und wollen sie denn die Scheiße ohne Viecher raiden, also keine Ahnung. Tja, alles gute Fragen. Ja, keine Ahnung, geht scheinbar doch um jemand anderes. Ja. Schade eigentlich. Also an sich hätte ich mich schon mal Bock, einen Fight an der Base zu haben. Ja, gut, keine Ahnung, dann können wir wieder irgendwie loseiern. Allgemein wäre es natürlich mal nice, halt mal einen Fight zu haben, irgendwo weiter draußen. Also jetzt zum Beispiel auf der Seite der Insel oder halt vom Wasser. Gerade an dem Spot, wo Kay und Scumbag waren, da hätte man halt schon mal fighten können. Da war ihre Base halt nicht direkt so präsent. Also wenn man da halt sich auf ein Boulder-Duell eingelassen hätte, ja, dann hätte man halt verlieren oder gewinnen können, aber das ist ja eh. Das ist ja eh mal das gleiche Risiko halt. Ja, okay, die sind leider alle nicht so geil. Ja, dann lass sie mal töten, aber. Ach so, ja, okay. Das ist halt neue nachbauen. So, lol. Lol, der eine Think auf dem Rücken, das ist natürlich schon cool. Alter, wie hart wir gerade Kleinholz aus denen gemacht haben, schon wieder. So.
also wenn du noch einen Imprinted hättest, dann würden wir wahrscheinlich schon richtig gut reinballern. Wieder mal ein bisschen. So. Auch keine Ahnung, ob Garth und Nogat meinten ja auch, sie hatten irgendwie zwei imprintete Wölfe, die dann aber gestorben sind oder so. Wenn die halt Mate boosten, beide 100% imprint hatten und wirklich eher 300 Damage hatte, what the fuck, Alter. Wahrscheinlich ordentlich. Ja, aber da muss es jemand irgendwas gefehlt haben, also er hat ja Safe Damage gelevelt, so, sonst, also 300 Base glaube ich nicht. Selbst nicht mit, also mit Imprint auch nicht. Ja, kann schon sein, dass es nicht geht. Also kann ich halt schwer sagen, vielleicht haben wir auch einfach nur sehr beschissene Wölfe. Lass mal Richtung Öl gucken. Ja, wir haben jetzt doch schon also immer wieder mal welche getamed und also ich denke mal so 220 Ausgang, vielleicht damit 240 nach Imprint, das ist machbar. Aber mehr wahrscheinlich nicht. Ja gut, dann war es das schon wieder mit der Folge. Na schön, dann keine Ahnung, sehen wir uns nächste, ne? Ihr kennt ja den ganzen Spaß. Tschüss.